Es geht in Seven vs. Wild Staffel 2. So, Freunde, auf dieses Video haben, glaube ich, viele von euch gewartet. Und zwar weitere Informationen zu Seven vs. Wild Staffel 2. Wie läuft alles ab? Wann kommt was? Wir haben ja immer nur gesagt, Anfang November, ihr müsst euch gedulden. Und heute bekommt ihr ja ein paar mehr Infos. Und ich lasse übrigens die Werbung, die dann da halt drin ist. Ja, also meine Reactions wird es auf jeden Fall auf YouTube auch geben. Ich versuche die mal als One-Cut hochzuladen. Mein Daumen, Alter, das tut weh. Ich werde die auf jeden Fall versuchen, mal als One-Cut hochzuladen. Bedeutet, wir versuchen da keinen Cut reinzukriegen. Deshalb versuche ich so flüssig wie möglich zu reden, wie es geht. So, weiter. Und zwar, die Besonderheit, diesmal gibt es eine Behind-the-Scenes-Serie, die von Dave produziert worden ist. Es ist ein großes, großes Projekt geplant. Wenn nicht das größte Projekt, ja, es ist das größte Projekt, was jemals auf meinem Kanal gab. Absolut krankes Projekt. Das war der Beginn von der letzten Story, ne? Von der ersten. Worden. Er macht eine richtige Show da drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass das so spannend ist. Unfassbar geil. Fuck, wie kann man so dumm sein? Hyped, Bock, Angriff. Und bei ihm auf dem Kanal, der ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, startet die allererste Folge vom Behind the Scenes Video am 30.10. Also jetzt am Sonntag. Unbedingt abonnieren, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Ich weiß gar nicht, um welche Uhrzeit es genau losgeht. Ansonsten geht es natürlich dann weiter mit der allerersten Folge auf dem Hauptkanal. Und das wird Samstag, der 5.11. um 18 Uhr sein. Das heißt, jetzt wirklich jeder, der jetzt... 5.11., 18 Uhr, das ist ein Samstag. Okay. ...zuguckt. Stellt euch einen Wecker, stellt euch eine Erinnerung, haut es in euren Kalender, sagt allen Bescheid. Ja, somit supportet ihr das Projekt, würde mich mega freuen. 5.11. Samstag, 18 Uhr. Und dann geht das Ganze so weiter. Das heißt, Mittwoch 18 Uhr, Samstag 18 Uhr. Mittwoch 18 Uhr, Samstag 18 Uhr. Genauso wie letztes Jahr und das über den kompletten November und Dezember. Dazu parallel, wie auch gesagt, die Behind-the-Scenes-Serie von Dave. Auf meinem Live-Kanal, also auf dem ihr jetzt gerade seid, wird es die Reactions geben zu all diesen Folgen. Ich werde mir das angucken, im Stream drauf eingehen, eure Fragen beantworten, viel Input nochmal extra dazu liefern. Freue ich mich jetzt schon sehr drauf, weil ich werde mir alle Folgen davon auch das allererste Mal mit euch gemeinsam angucken, was ihr dann auf dem Live-Kanal mitverfolgen könnt. Dazu auf jeden Fall jetzt hier abonnieren, auch mal gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr das Ganze nicht. Denn ich war nicht involviert, ich war nicht im Schnitt, ich habe grob eine Ahnung, was passiert ist, aber die Details kenne ich selbst alle nicht. Deswegen habe ich ultra Bock auf die Folge. Mhm. Ansonsten, kleine Info an alle Streamer, wer Bock hat, drauf zu reagieren, können natürlich alles gerne machen. Ich würde mich freuen, wenn wir es so machen wie letztes Jahr, und zwar, dass die ersten 24 Stunden erstmal nicht reacted wird und danach kann natürlich jeder sich das angucken, wie er lustig ist. Fritz, Ehrensache, natürlich. Also, nee, wirklich, mache ich. Kein Problem, machen wir. Das heißt, bei uns wird es das dann, hier auf dem Kanal wird es das dann geben, am Dienstag. Wir schauen uns das dann dienstags an. Ich weiß, damit werde ich wahrscheinlich der allerletzte sein, der hier irgendwie darauf reagiert. Ist aber mir nicht so wichtig, geht es nicht drum. Mir geht es nur drum, irgendwie... Einfach, ich möchte mir es auch einfach angucken und das würde ich gerne mit euch machen. Würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr dabei seid. Bei uns startet das dann am Moment, bevor ich lüge. Das ist dann für uns der 5. geht's los. Für uns ist das dann der 8. Bei uns gibt es dann am 8. könnt ihr euch auch saven das Datum. Gibt es dann am 8. auf jeden Fall die Reactions auf Staffel 2, Seven vs. Wild Staffel 2, Folge 1. Auf jeden Fall, die gibt's dann. Auf YouTube weiß ich noch nicht, wann die dann da oben ankommt, auf jeden Fall. Muss ich gucken, weil das muss ich alles selber cutten. Auch wenn es ein One-Cutter werden soll. Es wird ein langes Video.
Und es wird lange dauern, bis das hochgeladen ist, weil wir kennen den Algorithmus. Da wird dann gerne gejammert. Gut, hoffen wir, da ist nichts dabei, was irgendwie uns beeinträchtigt beim Hochladen. Stand jetzt gibt es tatsächlich noch ein paar wenige Werbeslots für Seven vs. Wild, nicht reacted wird, und danach kann natürlich jeder sich das angucken, wie er lustig ist. Stand jetzt gibt es tatsächlich noch ein paar wenige Werbeslots für Seven vs. Wild. Das heißt, wenn ihr eine große Firma seid, wenn ihr jemanden kennt, die noch ein bisschen budgetlos werden wollen und ein paar junge Creator unterstützen wollen zum Ende des Jahres, dann meldet euch auf jeden Fall unter der E-Mail-Adresse, die unten in der Videobeschreibung drin ist. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich bin bereit für eine geile Zeit, für einen geilen November und Dezember. Es wird fett, es wird wild. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ich auch. Ich bin auch bereit. I'm ready. Jetzt habe ich das Mikrofon fast weggehauen.